Ich begrüße euch alle zurück hier bei The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir sind doch immer hier in der Höhle und wollen zusehen, dass wir hier schleunigst rauskommen, denn wir haben erfolgreich unser gutes Elixier hergestellt und können uns jetzt hier verdünnisieren, um den Kairan dann hoffentlich endlich zu stellen. Das Ganze zeigt sich ja als deutlich länger als erwartet, muss ich zugeben. Und wie gesagt, dafür, dass man eigentlich das Gefühl hat, hier eine recht lineare Welt zu haben, ist sie so wahnsinnig offen und vielseitig. Und es gibt so viel zu entdecken, das ist wirklich unglaublich. So. Und ich bin gespannt, inwiefern wir jetzt den Kampf gewinnen werden. Die Giftresistenz wird es natürlich eine gute Hilfe sein, aber trotzdem glaube ich, dass der Kampf noch anspruchsvoll wird. Eine versteckte Ladezeit. Hoffentlich nicht zu anspruchsvoll. Kairan. Wir müssen also zurück zur Stadt. Dann können wir da erstmal massig Aufgaben abgeben, denn wir haben ja so gut wie jede Aufgabe gelöst, die es hier zu lösen gibt. Dann erwarte ich auch mal riesige Belohnungen. Wie viel Geld haben wir mittlerweile zusammen? 2934 Orens. Also wir sind gut dabei. Und ich denke mal, darum müssen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Oder eher gesagt, hoffe ich das. Da vorne sehe ich bereits die Stadt. Hier haben wir die ganzen Tunnel zerstört. Also auch Flotsam haben wir mittlerweile gut geholfen. Ich denke mal, das können wir auch so festhalten. Und da nochmal ein riesiger Nachlader. Was denn? Da war gerade nochmal ein Nachlader. Okay, da würde ich sagen, rein in die Stadt. Erstmal aktivieren wir jetzt hier eine Aufgabe. Fangen wir mal an mit Neckar. Ludwig Merse. Ich glaube, da müssen wir so ziemlich jeden Auftrag abgeben. So. Ja, das Haus hier links, zu unserer Linken ist es auf jeden Fall. Nur so einfach kommen wir da nicht rein. Da müssen wir schon hier durch die Stadt selbst gehen und hier reingehen. So. Draußen fliegt, glaube ich, gerade ein Hubschrauber vorbei. Gerald von Riva. Ja. Das bin ich. Dankeschön. So, einmal die Treppe hoch. Und hallo. Wirf den Bericht im Briefkasten der königlichen Post. Schlüssel erforderlich. Ludwig Merse. Ja, die Neckar. Hier, Neckar-Kadaver zum Beweis, dass ich... Mir ist klar, was es beweist, Hexer. Die Belohnung ist dein. Dankeschön. Ja, der Briefkasten. Er ist also derjenige, der hier für den königlichen Postdienst zuständig ist. Auf deinem Schreibtisch steht ein königlicher Postkasten. Ja, die königliche Post gehört zu meinen Obliegenheiten. Könnte ich mir den Inhalt ansehen? Kein Problem. Viel Spaß bei der Lektüre. Adieu. Dankeschön. Bericht von Ludwig Merse. Ah, suche eine Gelegenheit, um weiter stromaufwärts des Pontas zu reisen. Vergiss nicht, du könntest auf ein weiteres Schiffswrack stoßen. Also nicht hier in dem Gebiet. Pipapo, pipapo. Im Briefkasten in Ludwig Merses Haus fand Gerald einen Brief an die Beamten in der Hauptstadt. Darin reagiert Mer sehr geringschätzig auf Vorwürfe, nach denen Loredo sich der Misswirtschaft, Korruption und Zusammenarbeit mit Verbrecherbanden schuldig gemacht hatte. Merse schien seinen Vorgesetzten Wösemar regelrecht zu verhöhnen und dabei keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Diesen Umstand fand Gerald bemerkenswert. Kann ich mir vorstellen. In Reaktion auf die Anfragen hinsichtlich der Fistech-Bande teile ich mit, dass wir in Flotsam keinerlei Spuren einer solchen Organisation finden konnten. Von Kneipenstickereien abgesehen ist unsere Stadt frei von Verbrechern, was wir zweifelsohne dem unvermüdlichen Einsatz unseres Kommandanten Loredo zu verdanken haben. Die Gerüchte über den Räuberhauptmann Dimitri sind ebenfalls haltlos. Wie bereits im letzten Report
Vermeldet wurde er für seine Verbrechen hingerichtet. Er hat sogar einen Freibrief bekommen, also ist ja alles eine reine Lüge. Kommandant Loredo empfiehlt dringend, den derzeitigen Informanten auszuwechseln, der offenbar lügt, dass sich die Balken biegen, um den Ruf des Geheimdienstes zu schaden. Der Kommandant wartet ferner auf die nächste Aufgabe oder Anfrage, die dann vermutlich einen Schwarm fliegender Schweine über Flotsam betrifft oder vielleicht Elfen, die bis an die Mauern der Garnison vorstoßen. Meine Herren, so habt doch Erbarmen. Mögen die Götter Temerien schützen, Ludwig Merse, königlicher Burgvogt. Ja, tatsächlich sind die Elfen direkt vor der Mauer. Das stimmt ja sogar. Aber okay, wir wollen raus hier. Die Aufgabe wäre damit abgegeben. Ist ja sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Naja. Probleme mit dem Troll, Königsmörder. Königsmörder. Probleme mit dem Troll. Ja. Problem mit dem Troll können wir noch abgeben. Tagsüber plärren die Belger, nachts stöhnt der Alt. Naja, immer wieder die Kinder. Ich weiß schon, was sie meint. Ja, dann machen wir halt beim helligsten Tag auch nochmal die Fackel an. Warum eigentlich nicht? Und sehen jetzt aber zu, dass wir hier in Richtung unserer Belohnung kommen. Zu Korab. Oder Shorab, wie man es sagen möchte. Und ich erwarte sehr viel Geld, denn das mit dem Troll haben wir ja mal wieder mehr als diplomatisch gelöst. Schweinchen, wie süß. So. Und rein da. Und raus da. Der saß hier auf der Bank, richtig? Richtig. Du schuldest mir 200 Orens. 100 bekommst du. Das glaube ich eher weniger. Ich habe mit dir und dem Troll eine Vereinbarung getroffen. Er hat Wort gehalten, du nicht. Ich habe nicht so viel Geld. Dann such mal gründlich. Und wenn ich nichts finde? Dann suche ich. Du Räuber, da hast du's. Steck's dir in den Arsch. Nur zu gerne. Probleme mit dem Troll haben wir damit auch erledigt. Dankeschön, Dankeschön. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Immer wieder die gleichen Anspielungen hier. Neck haben wir erledigt. Probleme mit dem Troll haben wir erledigt. Das kommt alles später noch. Also, es sieht bis jetzt ja ganz gut aus. Kairan, Königsmörder. Eine Frage des Preises. Ja, Kairan. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Also wir müssen definitiv ins Gasthaus. Ich würde am liebsten mit Triss zusammenarbeiten, wenn ich ehrlich sein darf. Finde Schatten, ja, haben wir bereits. Schattenbeinwurz haben wir gefunden. Das Elixier haben wir auch hergestellt. Die Frage ist nur, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen scheinbar definitiv... die Vorratskammer. Na, lecker. Weiter geht's dann doch wohl hier unten irgendwo. Hallo? Was ist denn hier los? Wettkämpfe, Bruderherz. Der Hafen ist gesperrt und wir langweilen uns die Ärsche ab. Bist du dabei? Ich wüsste gern die Regeln. Die Teilnehmer zahlen ein Startgeld. Der Sieger sagt sein. Die Kampfregeln. Du sorgst dafür, dass der andere nicht mehr aufsteht. Komplex. Na? Kämpfst du, Bruderherz? Joa, probieren geht über studieren. Ja. Der ist ein Frischling wie du, Bruderherz. Gut für den Anfang. Auf den Tisch mit deinem Geld. Wie sieht's aus? Ja, probieren wir's mal, ne? Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Polier in die Fresse! Ich bin ein bisschen nervös. Das hat gut funktioniert. Polier in die Fresse!
Das auch. Tja, so viel dazu. In die Nieren! Ich scheiß mich ein. Diese Poesie. Hauen wir uns noch ein bisschen, Bruderherz? Ah, ja, noch einmal. Komm, noch ein letztes Mal. Sag mir nur, gegen wen? Strotzbert der Konvertit. Das ist mal ein komischer Name. Weil er alles umgekehrt macht. Schläft am Tag, säuft, ehe er frisst, und die Weiber müssen sich zum Bumsen anziehen. Strotzbert. Zeig mal deine Orens. Wie sieht's aus? Ja, natürlich. Wobei wir auch die eigentlich alle machen könnten. Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. So schwer ist das ja eigentlich nicht, wenn wir das mal ganz grob sehen. Verdammt. Ja, ich sollte nicht dabei reden. Dann geht das Ganze viel, viel besser. Hey, Meister. Was ist? Ich sehe doch sofort, dass du ein richtiger Kämpfer bist. Viel zu schade für diesen versoffenen Haufen. Ich hab dafür ein Auge. Glaub mir. Ich kenne dich nicht. Sie nennen mich König Sigi, weil ich so königlich zahle. Du findest mich abends bei der Schenke. Wenn du an Ruhm und Geld interessiert bist, bringe ich dich an den richtigen Ort. Dein Feind möchte ich nicht sein. Hauen wir uns noch ein bisschen, Bruderherz? Nee, erstmal nicht, danke. Ein andermal. Triff dich abends vor der Schenke mit Sigi. Das können wir gerne machen, aber lieber später. Ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Auch nicht, aber wir haben hier ein weites Räumchen gefunden. Ah, ich habe die Kerze runtergeschmissen. Jetzt brennt hier bestimmt alles ab und ich bin schuld. Auch wieder so ein Bordellräumchen. Ah, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß es, ich weiß es. Schnell speichern. Hier nach oben, natürlich. Hier geht's ja auch noch rein. Das habe ich ganz vergessen. Oh. Was liegt denn da auf dem Tisch da unten? Sind das etwa historische, antike, alte... ich sag da nicht zu. Ich bin nicht interessiert, ich möchte nur klauen. Ja, ich will gar nicht wissen, was hier für Apparaturen rumstehen. Naja, gut, ich denke mal, wir müssen dann zu Sheala gehen. Finde Schatten. Ich habe doch die Schattenwurzel. Warum? Oder kann ich doch mit Triss reden? Ich glaube nicht, dass ich mit Triss reden kann. Ich möchte eigentlich nicht mit ihr zusammen gegen den kämpfen. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte den Kampf gerne alleine machen, aber... Triss? Nee. Und die Quest führt auch eindeutig zu ihr. Daher vermute ich... was ist das denn? Rein, raus, Regenwetter. Na super. So. Ah ja. Diese Magier immer wieder. Eng beschriebene Nachricht. Interessant. Es ist zweifelsfrei ein Kairan, derselbe Geschöpf, von dem die Berichte bereits vor Jahren kündeten. Ich habe auch einen Lokaltermin vorgenommen. Das Ungeheuer ist größer, als ich dachte. Wahrscheinlich bin ich im Zweikampf nicht gewachsen. Es sei denn, ich vertiefe meine Studien, aber dafür fehlt mir die Zeit. Der Hexer? Naja. Also hat sie uns schon fest mit eingeplant. Ja, meine liebe Tanker Will, lass uns mal darüber reden. Hexer, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein. Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie.
Was immer es ist. Ah ja, fangen wir mal ganz vorne an. Woher stammt der Kairan? Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Und das war ziemlich gut geraten. Ja, das ist eine magische Barriere. Wenn Geralt das denkt, dann wird's wohl so sein, oder? Triss sagt, der Kairan sei durch Magie entstanden. Da hat sie recht. Er ist zu riesig, um in diesen Gewässern zu leben. Vielleicht das Resultat eines missglückten Experiments. Er wächst blitzschnell und altert vermutlich genauso rasch. Vielleicht daher auch die Mutation. Ja, einige Informationen über sie, das ist sicherlich auch interessant. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Bist du eine Freundin von Triss? Eine Freundin? Eher eine Kollegin. Wir kennen uns. Ich kenne alle wichtigen Zauberinnen des Nordens. So viele sind wir ja nicht. Deshalb versuchen wir uns gegenseitig zu helfen. Das sah aber nicht so aus, um ehrlich zu sein. Ja, diese komische Vorrichtung, was ist das? Was ist denn das? Sieht ja beeindruckend aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Ah ja, okay, eine Telekommunikation sozusagen. Schließt du mit dem Kommandanten ein Geschäft ab? Ich habe nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Sehe ich genauso. Ja, ich bin bereit. Tatsächlich. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Ja, ich bin gespannt. Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter, ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Besiege den Kairan in seinem Lager. Na, das hört sich so einfach an. Und du gehst jetzt nach da vorne und holst ihn aus dem Wasser, ja? Ich glaube, das nächste Video wird sich dann wohl mit dem großen Kampf gegen den Kairan befassen, Leute. Boah, Nebel. Okay, sie wartet hier darauf, dass wir runtergehen. Ja, wie gesagt, das ist aber erst das Thema, beziehungsweise der Kampf fürs nächste Video. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber für das Video hier haben wir bereits einiges getan. Wir haben vor allen Dingen herausgefunden, wie es weitergeht. Und wir haben den Kampfclub gefunden. Das ist doch auch mal eine Errungenschaft, oder? So, runter da. Leider haben wir jetzt Triss nicht dabei. Ich hoffe, die ist nicht sauer, dass wir das zusammen mit unserer guten Tinkerwell hier machen. Ich glaube persönlich, dass die beiden sich nicht ausstehen können. Das war, wie ich finde, mehr als offensichtlich. Naja, so. Da unten wartet also... Nein, nein.
Ach so. Ja, ich habe mich das Gift, das Gegengift noch nicht genommen. Ja, ja. Das ist sehr lustig. Ich würde gerne das Gegengift nehmen, bevor der Kampf anfängt. Bitte lass das vor dem Kampf sein. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ach Gott, das ist ja lustig. Wie soll ich das denn bitte schaffen ohne das Gegengift? Das ist unmöglich. Ah, das ist ja auch gar nicht ewig lange her, um Gottes Willen. Ich glaube, ich muss einiges nachspielen. Aua. Irden, sie brüllt Irden, wir nehmen Irden. Um Gottes Willen. Ja, das hat ja super funktioniert. Ich glaube, ja, wir haben ein Problem. Ein kairanisches Problem, um es mal ein bisschen schön zu formulieren. Fang ihn mit dem Irden, die ist ja lustig, die gute. Ja, Mann! Ja, ich sehe es. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Leute, ich glaube, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt. Wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Ich werde den ganzen Spielstand nachstellen müssen. Vor allen Dingen müssen wir das Gegengift vorher nehmen. Das geht so nicht. Das heißt, wir sehen uns dann wieder, bevor die Zwischensequenz startet. Und ich sage trotzdem schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher 2. Dann hoffentlich mit etwas mehr Erfolg. Bis dann, Leute.